Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal zeigen, was man Schönes mit dieser Spellwinders-Schablone machen kann. Das ist die Spellwinders-Schablone S4284. Dazu nehme ich dann Fotokarton von Haider, den habe ich schon mal in A5 geschnitten. Und wieder einmal umdrehen, da ich sie auch kriegen möchte. Wieder die Gummimatte drauf. Das Ganze wiederhole ich jetzt insgesamt so lange, bis ich 6 Tannenbäume geschnitten und geprägt habe. Als nächstes brauche ich wieder mein Falzbein und die 6 Tannenbäume werden jetzt alle einmal in der Mitte gefaltet. Nun brauchen wir wieder doppelseitiges Klebeband. Damit klebe ich die einzelnen Tannenbäume miteinander fest. Statt doppelseitigen Klebeband kann man natürlich auch flüssigen Kleber nehmen oder einen Frittstift.
Für den nächsten Tannenbaum klebe ich das auf der anderen Seite fest. Und bevor ich den letzten Tannenbaum einklebe, mache ich dann auch nochmal ein Stück rote Kordel dazwischen, damit man den Tannenbaum auch aufhängen kann. Schaue ich, wie lang die Kordel sein soll für meinen Anhänger. Dementsprechend schneide ich dann die Kordel zurecht. Dafür brauche ich natürlich eine Schere. Wenn ich möchte, könnte ich auch die Kordel hier unten drunter hier runterhängen lassen. Da könnte man hier unten auch nochmal was anderes dranhängen. In dem Fall möchte ich aber nur, dass es oben dran hängt. Das heißt, ich mache hier die Kordel rein und ich habe hier meinen Anhänger. Ein bisschen kürzen tue ich das noch. Auch wieder einen doppelseitigen Klebeband. Kordel kommt da drauf. Und jetzt zum Abschluss nochmal doppelseitiges Klebeband auf beiden Seiten, damit ich den letzten Tannenbaum einkleben kann. Und dann ist mein weihnachtlicher Anhänger auch schon fertig. Ja, wie ihr seht, heute mal eine kleine Anleitung, eine kleine Idee, was man auch Schönes mit diesen Spellbinder-Schablonen machen kann. Also man ist nicht nur, es ist nicht nur interessant für Kartenbastler, sondern diese Schablonen und die Prägemaschinensysteme sind auch sehr, sehr interessant für Papierbastler, für Leute, die Scrapbooking machen, auch für Leute, die gerne Collagen auf Teilrahmen machen oder sich irgendwelche Stecker machen möchten für den Garten. Dadurch, dass man mit den Schablonen auf verschiedene Materialien schneiden kann, ist nicht nur Papier. Aus dem Grund ist das schon eine sehr interessante Sache. Man entdeckt immer wieder Neues, was man mit diesen Schablonen schneiden kann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Bastelvideo wieder und ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal, eure Tanja.